für viele Frankenberger jahrzehntelang ein gewohnter Anblick. Der Ostflügel des alten Landratsamtes im St. Georgensberg-Kloster. Nun wurde er an die Stadt übergeben. Der Flügel muss nun weichen und öffnet den Blick auf die Eder. Dass er das gerne wahrnimmt. Herzlich willkommen zu diesem Moment der Übergabe des sogenannten Ostflügels vom Landkreis an die Stadt Frankenberg. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister, lieber erster Kreisbeigeordneter, liebe Fachdienstleitungen jenes Hauses, das Sie mit Leben erfüllt haben in all den Jahren seit seiner Entstehung. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich, um diesen Moment beizuwohnen, den ich für ja zumindest ein Stück weit geschichtsträchtig sowohl für das Landratsamt wie auch für die Stadt Frankenberg halte. Lieber Rainer Glaser, schön, dass der Verwaltungsaußenstellenleiter auch mit dabei ist. Ich will auch natürlich die Presse sehr herzlich willkommen heißen. Dieses Kloster St. Georgenberg stammt aus dem Jahre 1249 und ist damit fast so alt wie die Verleihung der Stadtrechte an die Stadt Frankenberg. Das ist wenige Jahre vorher gewesen, also vor sehr, sehr langer Zeit. Zu uns als Landkreis kam dieses Kloster im Jahr 1958 und wurde vom Land Hessen an den damaligen Landkreis Frankenberg übergeben. Ich denke mal verkauft, genaueres weiß ich nicht ganz genau. Und wurde dann als Sitz der landkreislichen Verwaltung natürlich genutzt. Die Stadtväter und Mütter haben sich in den Folgejahren Gedanken darüber gemacht, wie man den wachsenden Ansprüchen einer modernen Verwaltung, also diesen Terminus gab es natürlich damals auch schon, gerecht werden könne. Man hatte Platznot und trug sich seit längerer Zeit mit dem Gedanken, den Altbau aus erwähnter Gründerzeit 1249 in harmonischen Einklang zu bringen mit einem angedachten Neubau. Ich weiß, der Konflikt, der damals die Diskussionen, die damals geführt wurden, waren der Bürgermeister sicherlich so intensiv, wie wir jetzt im Gegenteil uns darüber unterhalten haben, muss dieser Bestand noch stehen bleiben. Es gab einen Architekturwettbewerb, der wurde ausgelobt und entstanden ist dann das hinter uns liegende, damals noch genannte Torgebäude, heute unter dem Terminus Ostflügel bekannt. Und zu seiner Eröffnung wurden Dankes- und Lobesreden gehalten über die gelungene Verbindung des Alten mit dem Neuen. Also irgendwie alles nicht ganz erhellt, alles wie bekannt. Also, ich habe mir gedacht, was sage ich heute? Ich verlese mal ein Protokollauszug jener Kreistagssitzung, die stattgefunden hat am 6. Mai 1963. Das war nämlich der Tag, an dem der Grundstein gelegt wurde, die offizielle Versenkung der bekannten Hülse mit den einschlägigen Dokumenten aus jenen Tagen. Der Bau hatte damals schon begonnen, das war in 62. Aber in 63 dann am 6. Mai die Kreistagssitzung mit 7 Tagesordnungspunkten und um 11.45 Uhr fand dann die feierliche Grundsteinlegung oder Versenkung der Hülse statt durch Landrat Heinrich Kohl. Er hat damals die Kelle selbst in die Hand genommen und hat in gewohnter Weise dann auch das vorbereitete Loch zur Versenkung der Hülse zugeschmiert. Er war halt ein guter Handwerker. Aber mir ist Folgendes wichtig. Bei den üblichen 3 Hammerschlägen sagte Landrat Kohl, das ist jetzt Originalzitat aus dem damaligen Kreistagsprotokoll, ich lege den Grundstein und tue den ersten Schlag mit dem Wunsche, dass dieser Bau gesunde Räume und damit ein gesundes und harmonisches Arbeitsklima schaffen möge für alle, die in Gegenwart und Zukunft hier arbeiten. Ich tue den zweiten Schlag mit dem Wunsche, dass diese Arbeit fruchtbar sein möge
zum Wohle unserer gesamten Kreisbevölkerung. Ich tue den dritten Schlag, und das ist mir jetzt wichtig, ich tue den dritten Schlag mit dem Wunsche, dass dadurch die Selbstverwaltung unter uns allen als Bürgern dieses Kreises gestärkt werde und in Zukunft noch wirksamer werden möge als in der Vergangenheit, um damit zugleich die Demokratie als die Staatsform der Freiheit und des Rechtes in unserer lebenden und in künftigen Generationen, vor allen Dingen aber in unserer Jugend zu verankern nach unserem deutschen Leitwort Einigkeit und Recht und Freiheit. Er hat das gemacht, was ich auch gerne zitiere, nämlich den Beginn unserer Nationalhymne. Und jetzt kommt der eigentlich bedeutende Kontext, den er hergestellt hat. Möge diese Einheit auch unserem Volke wieder beschert sein. Erinnert euch bitte, das war 1963, im August 61, 2 Jahre vorher, und es hat die Menschen damals noch sehr bewegt, fand der Bau der Berliner Mauer statt. Also Deutschland war seit 2 Jahren geteilt, und er erinnert in diesem Fall an die Einigkeit des deutschen Volkes. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Jetzt machen wir einen Zeitsprung in die heutige Zeit. Lieber Rüdiger, Herr Bürgermeister, wir haben uns Gedanken gemacht. Natürlich als Landkreis wollen wir das Gebäude hergeben, geben wir es nicht her. Wir haben dann, und das ist natürlich den intensiven Verhandlungen zwischen dir und meinem ersten Kreisbeigeordneten Karl Friedrich Drese zu verdanken, dass ihr den Weg aufeinander zugefunden habt, dass ihr eine Einigung habt herstellen können, aber daran dürft ihr gleich nochmal erinnern. Ich möchte an dieser Stelle, weil manchmal muss man eben einen Perspektivwechsel vornehmen, zitieren, das mache ich noch einmal, und zwar aus dem berühmten Gedicht von Hermann Hesse, der es trefflicher sagt, als viele Worte es beschreiben können, aus den Stufen zitiert. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereits zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt, der uns hilft zu leben. Damit will ich das bewenden lassen und will damit zum Ausdruck bringen, manchmal muss man einfach neue Wege gehen, um neue Anfänge zu beschreiten und dann in der Hoffnung zu leben, dass alles gut wird. Und darauf hoffen wir jetzt, und nach den Worten von Karl Friedrich Drese werden wir es so machen, dass wir den symbolischen Schlüssel an die Stadt Frankenberg übergeben, und dann dürft ihr sehen, wie ihr damit klarkommt. Es ist wirklich ein wichtiger Tag heute. Der Landrat, lieber Rüdiger, hat darauf hingewiesen, wir haben Stunde um Stunde verhandelt. Es waren nicht nur schöne Stunden dabei, um es ganz offen zu sagen, aber so ist das nun mal, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber eins ist mir ganz wichtig, von Anfang an haben wir das beiderseitige Interesse im Auge gehabt. Die Stadt hat das Interesse, und das ist dann auch Interesse des Landkreises, hier den innerstädtischen Bereich weiterzuentwickeln. Die eingeschlagenen Wege, die man ja wirklich nur sehr positiv heute auch mal dokumentieren und erwähnen kann, weiterzugehen. Und das hat letztendlich, war Teil dessen, was den Ausschlag gegeben hat, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Aber auch wir haben uns intensiv Gedanken gemacht, wie wird Verwaltung in der kommenden Zeit aussehen. Reinhard hat eben Herrn Kohl zitiert mit moderne Zeiten, neue Zeiten. Wir mussten überlegen, wie wollen wir Verwaltung entwickeln, wo wollen wir Verwaltung entwickeln, gibt es zentrale Strukturen, gibt es dezentrale Strukturen. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, wir brauchen 2 zentrale Verwaltungsstrukturen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Das ist einmal in Korbach. Und zum Zweiten ist das in Frankenberg. Wir wollen diese Verwaltungsstrukturen auch kraftvoll entwickeln und auf Dauer sichern. Und das geht halt nach unseren Überlegungen, die wir dann gemeinsam mit der Stadt angestellt haben, am besten einmal in dem altehrwürdigen Kloster St. Georgenberg und zum Zweiten mit unseren Partnern, insbesondere mit der kommunalen Sparkasse Waldeck-Frankenberg hier im Bereich der Kernstadt von Frankenberg. Wir gehen neue Wege, wir wollen Verwaltung modern aufbauen und modern entwickeln. Wir wollen Verwaltung bei den Bürgern entwickeln. Wir wollen aber bewusst auch in den kernstädtischen Bereich weiter hineingehen, weil unser Petitum natürlich auch ist,
wir wollen dazu beitragen, die Städte zu beleben und wir wollen, wenn das irgendwie geht, weg von Randlagen und hin zu den Menschen in den innerstädtischen Bereichen. Und ich glaube, das bekommen wir hier in Frankenberg hin in vielerlei Weise. Die Stadt in der Weise, dass hier eine Raumgestaltung stattfinden wird und hier in der Weise, dass wir unsere Verwaltung hier stabilisieren, weiterentwickeln und das im direkten Umfeld dieser attraktiven Lage mitten in der Stadt Frankenberg. Wir könnten jetzt zurückblicken auf die lange Zeit der Entscheidungswege. Wir waren ja auch mal so weit, dass der Denkmalschutz uns vorgegeben hat, den Ostflügel, den Mainbrücken zu erhalten. Wir sind dann, haben uns umsortiert, wir haben neue Ideen entwickelt. Für uns war das auch ein schmerzvoller Eingriff, auch für viele Mitarbeitende dieses Hauses, denn wir geben immerhin 1400 Quadratmeter Bürofläche auf. Das war sehr ambitioniert. Ich schaue auf Claudia Frede und auf Dirk Wilke und auch die Fachdienstleiter, die hier ja ihre Verantwortung tragen. Das war relativ sportlich, auch in kurzer Zeit Übergangsorte zu finden, an denen wir Verwaltung praktizieren können. Das war auch sportlich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Dafür bin ich allen unheimlich dankbar, dass das auch weiter kommuniziert worden ist in die Reihen der Mitarbeitenden unserer Kreisverwaltung. Friedrich Frese, erster Kreisbeigeordneter, ein in Ehren ergrauter Verwaltungsmann, kommt aus der Verwaltung, war Bürgermeister, ist wieder hier in der kommunalen Verwaltung und kennt das Landratsamt in Frankenberg ja eigentlich fast jeden Winkel. Ein bisschen Wehmut dabei, wenn der Ostflügel geht? Ja, natürlich. Wir haben ja auch in den ersten Jahren meiner Amtszeit als erster Kreisbeigeordneter durchaus kreativ geplant, wie kann man so ein Gebäude, das 60 Jahre alt ist, nach modernen Gesichtspunkten um- und ausbauen und weiterentwickeln. Das hat ja hat uns viele Gedanken beschwert und viele Pläne sind entstanden. Aber am Ende des Tages ist dann nun die Lösung gefunden worden, gemeinsam mit der Stadt, den gesamten Stadtkern Frankenbergs weiterzuentwickeln. Und da muss man loslassen können. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung, hier loszulassen, der Natur und den Menschen hier Raum zu geben und auf der anderen Seite uns selbst neu auszurichten mit unserem Unternehmen der Sparkasse Waldeck-Frankenberg, nur 50 Meter von hier entfernt und dort eine tragfähige neue Verwaltungseinheit zu schaffen. Das heißt ja im Klartext, hier fällt nicht eine Verwaltungsstelle weg. Ganz im Gegenteil, hier werden für den Bürger mehr Möglichkeiten geschaffen durch die zentrale Lage in Frankenberg. Das ist so. Wir sind zentral. Wir erreichen in vielen Teilen Barrierefreiheit und das Angebot hier in Frankenberg wird überhaupt nicht reduziert. Im Gegenteil, je nachdem, wie die Platzmöglichkeiten es ergeben, werden wir es noch verstärken. Wir halten an diesem Standort Frankenberg fest. Das ist bei einem Flächenkreis wie Waldeck-Frankenberg sicherlich auch nötig, denn die Wege sind zum Teil ja extrem weit, müsste man nach Korbach fahren. Kfz-Zulassung bleibt in der Aue-Straße vorläufig? Für die Kfz-Zulassungsstelle haben wir jetzt eine Containerlösung gefunden. Wir sind da mit einem privaten Grundstückseigentümer und Investor im Gespräch, aber wir werden im kernstädtischen Bereich etwas Neues gemeinsam mit einem Investor realisieren. Dazu und dann übergeben wir dir und verbinden das mit der großen Hoffnung, dass hier ein gedeihliches Werk entstehen wird. Der Bürgermeister wird uns gleich ein paar Bilder zeigen, wie die Stadt sich das vorstellt und das ist schon sehr beeindruckend. Also beiseite, zunächst mal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielen herzlichen Dank, dass man sich dort auch bereit erklärt hat. Ich weiß, wie Veränderungsprozesse sind. Das ist nicht immer ganz einfach, dass man sich aber dann doch auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, komm, wir gehen mit. Wir sind mit bei der Sache dabei, denn der Ostflügel ist ja schon ein langes Thema. Der ehemalige Stadtverordnetenvorsteher kennt das nur zu gut. Wir haben das schon seit 23 Jahren gemeinsam begleitet, ich mit 8 Jahren Auszeit dort. Zwischenzeitlich gab es ja auch mal Untersuchungen, wie kann man das machen. Ich glaube, dort war hier mal so ein Schnitt vorgesehen, dass man dort hineinkommen konnte. Denn es ging immer darum, diesen schönen Innenraum zu öffnen bei der gesamten Angelegenheit. Und ich glaube, das bekommen wir jetzt hin. Und wir haben ja dann alte historische Bilder gesehen, wo vorne dieses Torhaus, was wir ja nicht übernehmen, wo damals ein Fachwerkhaus stand, sondern wir übernehmen ja dort, wo die Schnittstelle ist, dort bei der Leiter runter, letztendlich diesen Bereich nach hier, von Ihnen aus gesehen nach links, das wird ja übernommen.
um es dann entsprechend abzureißen und dann auch entsprechend neu zu gestalten, sodass man die alten historischen Sachen aus 1286 dann wieder hervorzaubern kann, um das Ganze dort zu bewerkstelligen. Was wir dort machen wollen, die wir umsetzen wollen, das heißt, man sieht die Nymphe, wir wollen Lebenslust haben, jetzt gerade nach Corona ist es ja auch ganz wichtig, dass wir wieder die Lebenslust bekommen, mit Freude an die frische Luft gehen, ohne Maske sich einmal aufhalten. Das haben wir schon am Uferpark erreicht und das werden wir hier sicherlich auch erreichen. Ich sage dem Landkreis, dir Reinhard und dir Karl, vielen herzlichen Dank für das gute Miteinander, was wir dort haben. Lasst uns diese Stadt entwickeln. Bitte bleibt mir alle gesund. Rüdiger Hess, Bürgermeister von Frankenberg. Schöner Moment für Frankenberg. Das ist ein toller Moment für Frankenberg. Wir bekommen eine Geschichte geschrieben, dass wir in Frankenberg unser Kloster geöffnet bekommen, dass wir den Innenraum des Klosters den Menschen öffnen können, damit man das Leben genießen kann, aber auch vor dem Kloster, wo wir vorher eine Betonwüste, Asphaltwüste hatten, wird künftig ein Grünraum entstehen. Die Nymphe werden wir wieder erleben können. Wir können in die Nymphe gehen und werden einfach ein vollkommen neues Lebensgefühl in Frankenberg und für Frankenberg erhalten. Wenn man Frankenberg über lange Zeit kennt, wie wir beide, dann hat Frankenberg lange vor sich hingedämmert. Das kleine Ackerbauerstädtchen. Wenn man jetzt sieht, was in den letzten 15 Jahren hier entstanden ist, wie sich Frankenberg komplett anders entwickelt hat, macht das einen Bürgermeister stolz? Das macht mich natürlich sehr stolz, weil es natürlich auch ein Lebensinhalt von mir ist, diese Stadt weiterzuentwickeln. Wenn man Bürgermeister ist, möchte man natürlich etwas tun für die Menschen, dass die Menschen sich in dieser Stadt wohlfühlen. Und das ist das wichtigste Ziel, was ich immer wieder vor meinen Augen hatte. Und das werden wir jetzt alles noch etwas besser machen, wenn wir diesen Innenraum des Klosters endgültig geöffnet haben. Damit ergibt sich natürlich auch ungeahnte Möglichkeiten. Ich erinnere jetzt, am Samstag ist ein Konzert mit Jazz hier. Wenn der Innenraum weiter öffnet, kann man ja ganz anders loslegen. Ne? Ja, wir haben ja schon seit längerem begonnen, dass wir Veranstaltungen machen. Ich denke an Live-Ref. Am Wochenende sind, wie gesagt, jetzt schon Veranstaltungen dabei. Und somit kann man natürlich auch mehr Kultur nach Frankenberg noch hineinbekommen. Für jeden etwas, von klein bis alt. Und ich freue mich ganz einfach, dass wir das auch die nächsten Jahre weiterentwickeln werden. Ist natürlich hier ein tolles Ambiente, aber man sollte ja nicht verschweigen, Frankenberg hat auch eine tolle Altstadt, Obermarkt, Untermarkt, Steingasse, die darf man nicht vergessen. Ne? Nein, das haben wir auch vorgesehen, das ist ja schon in der Planung. Wir werden Ober- und Untermarkt bis 2024 fertig haben. Die Planungen laufen im Moment schon, die Vorbereitungen sind in der Mache und wir werden damit natürlich auch die Öffentlichkeit die nächsten Monate weiter beschäftigen. Auch Ober- und Untermarkt liegt uns natürlich sehr am Herzen und Abschluss ist bis 2024 mit Ober- und Untermarkt. Das hat einfach etwas mit der Förderperiode zu tun und dieses Geld hatten wir uns für ganz zum Schluss aufgehoben. Ein kleiner Stachel sitzt doch im Fleisch des Bürgermeisters, die Landesgartenschau. Mit viel Herzblut sich beworben, leider nicht zum Zuge gekommen. Ja, okay, das ist so. Dafür war ich einmal Sportler, muss ich dazu sagen. Man kann nicht immer gewinnen. Man ist manchmal auch nur der Zweite, wie in diesem Fall. Aber natürlich hat der Bereich Landesgartenschau, die Bewerbung dafür, hat vieles, vieles auf den Weg gebracht in Frankenberg. Wie gesagt, auch dieser Ostflügel. Der Impuls kam zum Schluss durch diesen Ostflügel oder für den Ostflügel, für diesen Abriss. Und die Landesgartenschau 2027 findet nicht in Frankenberg statt. Aber warum nicht in 2029? Wäre ja schön, wenn die Landesregierung bei einer solchen Bewerbervielzahl, die wir für 27 hatten, dann sagt, wir machen es nicht alle 4 Jahre, sondern alle 2 Jahre. Und dann wäre 2029 wieder ein guter Zeitpunkt für Frankenberg. Seit etwas über einem Jahr bindet die Stadt auch die Bürger mit in die Ideenfindung ein durch Befragung, Online-Befragung, Ideen. Ist das ein gangbarer Weg? Das ist ein guter Weg. Es ist ja ganz wichtig, am Ende will ja die Bürgerschaft die Stadt entwickelt haben und es wäre schade, wenn wir die Bürgerschaft nicht einbinden würden.